Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag zum Thema der Woche in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Mir wurde aus den Übungen berichtet und auch in unserem Question and Answers Plattform kam das hervor, dass es mit einer Aufgabe in dieser Woche ein wenig Probleme gegeben hätte. Und zwar ist das hier eben diese Aufgabe 2.6, die ich zum Anlass nehmen möchte, dann konzeptionell nochmal etwas zu erklären. Die Aufgabe selber ist, glaube ich, relativ einfach und deshalb glaube ich auch, dass die Probleme, die wir gesehen haben in Übungen, eine andere Ursache haben. Und auch die Fragen, die Sie gestellt haben, gelten die Maxwell-Gleichungen, denn auch in diesem Fall deuten darauf hin, dass wir hier auf der Ebene des Verständnisses noch ein klein bisschen nacharbeiten müssen. Erstmal ganz kurz zur Aufgabe, ohne dass ich die hier in allen Einzelheiten lösen will. Die ist relativ einfach dadurch gehalten, dass zum Beispiel überall die gleiche Permittivität Epsilon vorgegeben ist. Es gibt also nicht zwei Permittivitäten auf den beiden Seiten der Grenzfläche, sondern nur eine. Das ist eine Idealisierung, die vielleicht auch nicht wirklich besonders typisch ist, aber es geht ja hier darum, dass man einfach nur ein bisschen was lernt. Und ansonsten ist die Situation auch einfach. Für z kleiner 0 ist die E-Feldstärke vorgegeben und zwar mit dem Wert 0. Und auch für z größer gleich 0 ist die E-Feldstärke vorgegeben mit diesem etwas komplexeren Ausdruck, den man, wenn man das möchte, auch vorher sich mal analysieren kann. Man kann zum Beispiel schauen, dass es ja hier spezielle Stellen gibt, nämlich zum Beispiel die Stelle z gleich a und die Stelle z gleich minus a sind besondere Punkte, dann, wenn Rho, das ist ja hier die Radialkomponente, wenn die gleich 0 ist, das heißt, wenn wir auf der z-Achse sind, dann ist bei z gleich a und bei z gleich minus a offensichtlich etwas Besonderes, weil nämlich dann der eine oder der andere Nenner gegen 0 geht. Und somit der Gesamtterm dann eben divergiert. Das deutet schon ein bisschen darauf hin, wenn man auch später mal, schon mal ein bisschen vorausgeschaut hat, was dann noch kommt. Das ist nämlich nichts anderes als das E-Feld einer Dipolanordnung, wo eben gerade hier bei z gleich a und bei z gleich minus a Punktladungen sitzen. Ist aber für die Aufgabe vollkommen egal. Wir können den Term auch einfach ohne weitere Analyse so nehmen, wie er ist. Und die Aufgabe ist ja jetzt, dass wir zuerst mal das E-Feld und dann die Flächenladungsdichte bei z gleich 0 berechnen sollen. Also auf der Trennfläche zwischen den beiden Räumen z kleiner 0 und z größer gleich 0. Der erste Teil berechnen Sie das E-Feld. Das ist ja so trivial, wie es nur sein kann, weil das E-Feld ist ja schon vorgegeben. Das heißt, im ersten Teil besteht die Aufgabe einfach darin, dass man in diesen Ausdruck überall, wo z steht, eben 0 einsetzt und dann kann man das ein bisschen verrechnen und der Ausdruck vereinfacht sich und dann ist man auch schon fertig. Der zweite Teil, nämlich das Berechnen der Flächenladungsdichte, das ist auch extrem einfach, wenn man mal ins Handout, beziehungsweise noch besser dann auch in das zugehörige Video reinschaut. Dort haben wir nämlich bei Verhalten an Grenzflächen auf der Folie 2 eine Formel stehen, die wir hier direkt unmittelbar anwenden können. Das Rho F, das ist ja die gesuchte Flächenladungsdichte. D1 und D2 sind die Werte der dielektrischen Verschiebung, und zwar die Normalkomponenten, in dem Fall also die Z-Komponenten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wobei die Konvention die ist, dass der normalen Vektor immer vom Medium 1 ins Medium 2 zeigt. So wie das hier vorgegeben ist, ist das E-Feld dann auf der Seite 1, 0. Und ja, wenn wir das E-Feld kennen, dann können wir natürlich mit Epsilon mal E da auch das D-Feld leicht ausrechnen.
Aber 0 bleibt 0, das heißt, dieser Term fällt einfach weg. Und so dass hier einfach nur steht, dass die Normalkomponente oberhalb der Ebene der dielektrischen Verschiebung gleich der Flächenladungsdichte ist, die Normalkomponente des E-Feldes oberhalb der Ebene ist unmittelbar angegeben, also oberhalb der Ebene, aber dann eben bei z gleich 0. Die ist ja angegeben, die haben wir vorher ausgerechnet. Dann braucht man nur noch einmal durch Epsilon zu dividieren und dann hat man hier, beziehungsweise mit Epsilon an der Seite hier mit Epsilon zu multiplizieren, das E-Feld. Und dann hat man Rho F sofort da stehen. Das ist also zunächst mal wirklich ganz einfach. Daher meine Vermutung, die Probleme kommen vielleicht daher, dass die Ladungsverteilungen hier ja etwas merkwürdig sind. Wir haben hier eben eine Flächenladungsdichte, die infinitesimal dünn ist und eben auf dieser Grenzfläche liegt. Und solche Volumen, die aber kein messbares Volumen haben, nämlich eben eine solche Fläche. Oder wir haben das auch bei der Punktladung schon gesehen, der Punkt, der Ladungspunkt, die sind eben konzeptionell ein bisschen schwieriger zu verstehen als normale Ladungsverteilungen. Man muss dabei auch immer bedenken, solche beliebig dünnen Ladungsverteilungen, die gibt es natürlich in der Realität nicht. Das heißt, jede wirkliche Ladungsverteilung wird eine endliche Dicke haben, die aber unter Umständen sehr, sehr gering ist. Aber sie wird eine endliche Dicke haben. Und ich werde Ihnen jetzt gleich zeigen, und zwar am Beispiel der Punktladung werden wir das machen, dass man dann ein solches Ladungsvolumen mit Volumen 0 immer nur verstehen kann als Ergebnis einer Grenzwertbetrachtung, eines Übergangs. Und an der Stelle kommt dann auch die Delta-Funktion rein, mit der manche vielleicht noch im Umgang ein klein bisschen Probleme haben. Gut, das heißt, damit wollen wir jetzt auch anfangen. Und ich habe schon gesagt, wir werden eben, weil es dann, glaube ich, konzeptionell ein bisschen einfacher ist, die Punktladung betrachten. Das heißt, wir haben eine Ladung Q und die betrachten wir im Ursprung des Koordinatensystems und die soll eben, wenn es eine Punktladung ist, kein Volumen einnehmen. Ja, ich schreibe erstmal hin, was man so typischerweise annehmen würde für das E-Feld, also das E am Ort R, diesen Ausdruck haben Sie schon x-mal gesehen, ist nichts anderes als 1 durch 4 Pi Epsilon 0 und dann Q durch R Quadrat, R ist der Radialabstand. Wir sind also letztendlich hier schon implizit in sphärischen Koordinaten und dann eben mal Einheitsvektor in R. Und das erste Problem sehen wir sofort, wenn wir hier jetzt einfach mal die Quellstärke ausrechnen wollen. Das heißt, wenn wir hier bilden Divergenz E, dann ist das ja, schreiben einfach hin, die konstanten Faktoren kommen nach vorne, also Q durch 4 Pi Epsilon 0. Und dann haben wir die Divergenz, schreiben wir es ruhig nochmal hin, die Divergenz von ER durch R Quadrat. Ja, und das würden wir jetzt natürlich in sphärischen Koordinaten ausrechnen. Konstanter Faktor bleibt vorne stehen, Q durch 4 Pi Epsilon 0. Und wenn ich hier die Divergenz bilde in sphärischen Koordinaten, dann habe ich in dem Fall ja nur eine ER-Komponente. Ich brauche also auch nur den Term dafür hinzuschreiben. Normalerweise ist das ja eine Summe, aber hier ist das eben nur ein Summand. Und ja, wenn Sie das im Zweifelsfall in der Formelsammlung nachschauen, dann bilden Sie die Divergenz jetzt eben in dem Fall so, dass hier steht
d nach dr Quadrat, 1 durch r Quadrat, d nach dr und dann eben r Quadrat mal die r-Komponente. Und die ist ja 1 durch r Quadrat. Ja, und das ist, schreiben wir einfach mal weiter, q durch 4 Pi Epsilon 0, 1 durch r Quadrat d nach dr von 1. Und ja, das lässt sich natürlich für r ungleich 0 ganz problemlos hinschreiben, indem wir einfach feststellen, wenn r ungleich 0 ist, dann macht uns der Term 1 durch r Quadrat überhaupt keine Sorge. Und die Ableitung der 1 nach r, das ist natürlich 0, sodass hier also einfach steht 1 durch r Quadrat und dann mal 0. Und das ist natürlich gleich 0. Und das gilt eben für r ungleich 0. Es gibt aber ein formales Problem. Wenn wir den Wert 0 betrachten, dann steht hier nämlich, die Ableitung wäre auch wieder 0, aber 1 durch r Quadrat ist in dem Fall ja auch 1 durch 0, sodass hier sowas steht wie 0 durch 0 für r gleich 0. Und ja, dieses 0 durch 0, das ist natürlich ein Problem, das muss interpretiert werden. Und Sie wissen, dass man sowas letztendlich dann eben nur durch Grenzwertbetrachtungen lösen kann. Und eine solche Grenzwertbetrachtung werden wir jetzt letztendlich machen, nämlich in der Art und Weise, dass wir eine kleine, aber endliche kugelförmige Ladung betrachten. Kleine, aber ich sag mal endliche kugelförmige Ladung, homogene Ladung kann man ruhig sagen. Am Ursprung. Und den Radius, den würden wir mal mit klein a bezeichnen. Schreiben wir das nochmal hier hin. Also der Radius ist unser klein a. Daher wissen wir schon, dass das Volumen V, das ist nichts anderes als 4 Pi Drittel a hoch 3. Und wir wissen auch schon, dass die Oberfläche, die nennen wir mal a, dass die nichts anderes ist als 4 Pi a Quadrat. Wir möchten hier eine Gesamtladung Q haben. Und das soll eine homogene Ladungsverteilung sein. Also hätten wir hier eine Ladungsdichte Rho V. Das ist einfach die Ladung dividiert durch das Volumen. Also wäre das 3Q durch 4 Pi a hoch 3. Ja, das wissen wir schon. Die Idee ist jetzt natürlich einfach, dass man die Ladung, die Gesamtladung Q beibehält, aber eben den Radius der Kugel gegen 0 gehen lässt. Und auf die Art und Weise haben wir dann eben einen Grenzwert, für der uns zur Punktladung führt. Ja, zunächst mal würden wir uns hier aber mal anschauen, ob
wie wir hier zum E-Feld kommen. Wir hätten eine Maxwell-Gleichung, Divergenz D gleich OV. OV haben wir innerhalb der Kugel hier gegeben und außerhalb der Kugel ist OV natürlich gleich 0. Das schreibe ich jetzt nicht explizit hin, das sehen wir gleich nochmal. Und ja, Epsilon soll überall Epsilon 0 sein, also können wir hier natürlich auch schreiben Divergenz E gleich 1 durch Epsilon 0 Rho V. Und das können wir hochintegrieren. Wir finden den Satz von Gauss, machen auf beiden Seiten Volumenintegral. Dort, wo die Divergenz steht, wird aus dem Volumenintegral dann der Oberflächenintegral. Also hätten wir hier das Integral über die Oberfläche eines beliebigen Volumens V e mal Flächenelement dA ist gleich, und auf der anderen Seite steht das Volumenintegral, also 1 durch Epsilon 0 Integral über das Volumen Rho V von R dV. Und ja, anschaulich ist dieses Volumenintegral natürlich nichts anderes als 1 durch Epsilon 0 mal die Ladung im Volumen V. Das Ganze ist kugelsymmetrisch. Das heißt, es ist klar, dass E ein E mal Einheitsvektor in R-Richtung sein wird. Und auch dieses Flächenelement ist bei der Kugel, wir nehmen nur kugelförmige Volumina V. Prinzipiell kann man die Formel natürlich für beliebige Volumina machen. Aber aus naheliegenden Gründen nehmen wir nur kugelförmige Volumina und dann ist dA-Vektor natürlich nichts anderes als dA mal Einheitsvektor in R-Richtung und damit ist dann auch E-Skalar multipliziert mit dA nichts anderes als E mal dA. Und außerdem ist E auf einer Kugeloberfläche gleich groß, also betraglich gleich groß, sodass man also die Integration, die Oberflächenintegration besonders einfach machen kann, weil natürlich dann dieses Integral über die Oberfläche hier nichts anderes ist als der Wert auf der Oberfläche multipliziert mit der Oberfläche selbst. Gut, mit den Angaben können wir jetzt natürlich problemlos auch weiterrechnen. Wir machen das mal hier auf die nächste Seite. Und damit wäre natürlich das E von R, das ist jetzt nur der Betrag natürlich, gleich 1 durch Epsilon 0 und dann Rho V mal das Volumen, das jetzt natürlich von R abhängt, dividiert durch die Oberfläche, die auch von R abhängt. Und Fallunterscheidung müssen wir hier machen, wenn wir es explizit ausrechnen wollen. Wir betrachten einmal den Fall, dass R größer ist. Oder fangen wir mit dem anderen Fall an. R kleiner oder gleich A. Das wäre also innerhalb der Ladungsverteilung. Da gilt das ist blöd hingeschrieben. Der Ausdruck, den ich jetzt hier oben hingeschrieben habe, das ist natürlich schon der Ausdruck für R kleiner oder gleich A. Und für R größer als A, da ist es eben noch einfacher. Da ist das E von R nichts anderes als
1 durch Epsilon. Und dann ist ja immer die Ladung Q in diesem Volumen drin. Also Q dividiert durch A von R. Und wenn wir das formal hinschreiben, machen wir die Fallunterscheidung jetzt eben etwas schöner. Dann ist im ersten Fall, nämlich A kleiner oder gleich A, steht hier 1 durch Epsilon 0. Und jetzt brauchen wir die Ladung, die Ladungsdichte, die war ja nichts anderes als 3q durch 4pi a hoch 3 multipliziert mit dem Volumen, also mit 4pi Drittel r hoch 3 und das Ganze multipliziert dividiert durch die Oberfläche, also multipliziert mit dem Inversen der Oberfläche, also 1 durch 4pi r Quadrat. Und ja, das kann man jetzt natürlich fleißig durchkürzen. Und was da rauskommt, ist 1 durch 4pi epsilon 0. Und dann Q mal R durch A hoch 3. Das ist also der Fall R kleiner gleich A. Und der andere Fall, naja, 1 durch Epsilon 0, dann die Ladung mal dem Inversen der Oberfläche. Und ja, das schreiben wir einfach noch mal ein bisschen schöner. 1 durch 4pi epsilon 0 q durch r Quadrat. Und das ist halt der Fall r größer als a. Ja, und was uns ja interessiert, ist ja, gibt es jetzt immer noch, wenn wir das so hinschreiben, und sagen, dass a hat eine endliche Größe, kann aber beliebig klein werden. Gibt es denn dann immer noch Probleme mit der Divergenz oder ist das Ganze jetzt klar? Und das schreiben wir uns jetzt einfach nochmal kurz hin. Also wie ist es mit der Divergenz? Fragezeichen. Und ich fange mal wieder an mit dem Fall r kleiner gleich a. Da muss ich das e erst nochmal komplett als Vektor hinschreiben. Das heißt, e von r ist gleich q durch 4pi epsilon 0 r durch a hoch 3 und jetzt Einheitsvektor in Richtung r. Und wenn wir jetzt hier die Divergenz ausrechnen, Divergenz von e, dann geht das relativ schnell. Q durch 4pi epsilon 0 1 durch a hoch 3. Das sind bezüglich r alles konstante Werte. Ziehen wir nach vorne. Und dann bleibt hier stehen die Divergenz von r mal er, also Divergenz des Ortsvektors selber. Und auch das machen wir nochmal formal. Das wäre also q durch 4pi epsilon 0 1 durch a hoch 3. Und jetzt wieder in Kugelkoordinaten, also r Quadrat mal d nach dr von r Quadrat mal der r-Komponente. Die r-Komponente ist r, also steht hier r hoch 3. Und das können wir ausrechnen, das ist q durch 4pi epsilon 0 1 durch a hoch 3, Moment. A hoch 3. Ja, und jetzt r hoch 3 abgeleitet ist ein Drittel r Quadrat. Fehler.
Hier vorne steht natürlich 1 durch a Quadrat. So, jetzt können wir ableiten, die nach der r von r hoch 3 ist 1 Drittel r Quadrat. Und dieses r Quadrat wird hier nochmal durch r Quadrat dividiert, sodass hier also insgesamt einfach nur 1 Drittel stehen bleibt. Nicht 1 Drittel, boah, meine Güte, nochmal. Also, wir haben abzuleiten d nach dr von r hoch 3. Und das ist 3 mal r Quadrat. Das r Quadrat, was hier aus der Ableitung kommt, kürzt sich mit dem r Quadrat, was hier steht. Und was dann stehen bleibt, ist einfach eine 3. Sodass wir hier, wenn wir es etwas schöner schreiben, nichts anderes haben als q durch Epsilon 0 und dann ein Term 1 durch 4 Pi Drittel a hoch 3. Und das erkennen wir wieder. Das, was hier hinten steht im Nenner, das ist einfach das Kugelvolumen. Und davor q durch Epsilon 0 ist eigentlich auch klar. Das heißt, die Feldstärke ist hier tatsächlich überall bei r kleiner gleich a, hat sie einen endlichen Wert und ist auch unabhängig von R, was auch nicht weiter verwunderlich ist, weil wir haben hier eine homogene Ladungsdichte und dass in diesem Bereich der homogenen Ladungsdichte auch die Quellstärke die gleiche ist, das ist nicht wirklich verwunderlich. Ja, und wir machen den anderen Fall noch, also den Fall R größer als A. Da hätten wir ja, schreiben wir uns erst nochmal hin, wie ist denn das E-Feld? E von R ist gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R Quadrat ER. Und die Divergenz von E ist dann eben Q durch 4 Pi Epsilon 0 und dann eben 1 durch r Quadrat d nach dr von r Quadrat mal die Radialkomponente, die ist 1 durch r Quadrat, sodass hier ein Ausdruck zu stehen kommt, der offensichtlich 1 ist. Und damit ist diese Ableitung gleich 0. Und außerhalb des Gebietes ist damit die Ableitung oder die Divergenz eben auch 0. Sodass wir jetzt also die Divergenz innerhalb und außerhalb gerechnet haben und es gibt überhaupt keine Probleme. Womit letztendlich auch schon die Frage beantwortet wäre, ob es denn irgendwie problematisch ist, die Maxwell-Gleichungen anzuwenden. Nein, es ist nicht problematisch, die Maxwell-Gleichungen anzuwenden. So, nachdem wir das wissen, würden wir jetzt nochmal so langsam in Richtung Delta-Funktion kommen, um den Bogen zu bekommen. Also die Idee ist ja, und das ist auch an ein paar Stellen natürlich in den Videos schon gesagt worden, dass eine Punktladung jetzt natürlich einfach dadurch dargestellt werden kann, dass ich mit einer Delta-Funktion multipliziere. Und das werden wir uns jetzt tatsächlich einfach nochmal anschauen. Für den Zweck definiere ich mal eine Funktion f a. A soll hier ein Parameter sein und außerdem hängt die von r ab. Es ist also eine eindimensionale Funktion, die einen zusätzlichen Parameter a hat. Man ahnt schon, dass das a nichts anderes sein wird als der Radius, den wir vorher schon gehabt haben. Und diese Funktion möchte ich folgendermaßen definieren, nämlich als 3 durch 4 Pi a hoch 3 für r kleiner gleich a und sie soll 0 sein für r größer als a. Warum
definiere ich die gerade in dieser Art und Weise. Dieser Term 3 durch 4 Pi a hoch 3, den haben wir vorher schon mal gesehen. Ich gehe noch einmal zurück. Und zwar, ich muss zweimal zurückgehen. Und zwar hier, als wir die Ladungsdichte eingeführt haben. 3 durch 4 Pi a hoch 3 ist gerade der Faktor, mit dem die Ladung multipliziert wird, um die Raumladungsdichte zu bekommen. Also, wir haben jetzt eine Funktion eingeführt in Abhängigkeit vom Parameter a, die bis auf den konstanten Faktor q nichts anderes ist als die Raumladungsdichte, die wir vorher hatten. Ja, und für diese Funktion hier würden wir mal, die hängt zwar nur von R ab, also nur von einer Größe, wir wissen aber schon, das ist ja eigentlich die Radialkomponente in sphärischen Koordinaten. Wenn ich also über diese Funktion integriere, dann ist das letztendlich die Integration über die ganze Kugel. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir würden jetzt also nicht nur über die Kugel, sondern über den gesamten dreidimensionalen Raum integrieren wollen, über diese Funktion fa von r und dann eben dv. Dieses Integral schauen wir uns an. Und warum schauen wir uns das an? Dafür gehen wir nochmal in unser Handout, aber nicht auf diese Seite, die hier gerade dargestellt ist, sondern ich muss jetzt gerade mal suchen, genau, wo wir die Delta-Funktion definiert haben. Das ist hier auf dieser Folie. Und hier haben wir gesagt, okay, eine Delta-Funktion ist dadurch gegeben, dass diese beiden Größen gelten, nämlich dass einmal Delta von x gleich 0 ist, wenn x ungleich 0 ist und dass das Integral über die gesamte Achse, bei uns ist das dann der gesamte Raum, dass das normiert ist, dass da also eine 1 rauskommt. Und wir haben auch schon gesagt, solche Funktionen existieren nur im Grenzwert. Und hier sind auch Beispiele genannt. Sie werden sehen, dass das, was wir jetzt machen, auch einfach nur eine Funktion ist, mit der das eben funktioniert. Also das ist unsere Funktion. Wir integrieren jetzt über den gesamten R3, also nicht nur eindimensional. Und ja, natürlich machen wir das in dem Fall in sphärischen Koordinaten. Das heißt, wir hätten eine R-Integration, die geht von 0 bis unendlich. Wir haben eine Phi-Integration, die geht von 0 bis 2 Pi. Und wir haben eine Theta-Integration, die geht von 0 bis Pi und dann steht hier fa von r und dann aber das Volumenelement r Quadrat Sinus Theta und dann eben dr d Theta d Phi. Dieses Integral ist auszurechnen. Ganz einfach ist natürlich die Phi-Integration, weil gar nichts von Phi abhängt. Das heißt, die Phi-Integration gibt uns einfach einen konstanten Faktor 2 Pi nach vorne. Und dann muss ich gucken, was noch übrig bleibt. Von der R-Integration, dadurch, dass die Funktion für Schreibfehler, für R größer als a gleich 0 ist, brauche ich natürlich nicht bis ins Unendliche zu integrieren, sondern es reicht vollkommen aus, wenn ich hier eben von 0 bis a integriere. Und es bleibt natürlich auch noch das Integral von 0 bis Pi, fa von r, r Quadrat, Sinus Theta, dr, d Theta. Bei der Theta-Integration, die ist auch noch einfach, da steht ja hier nur das Sinus Theta, was zu integrieren wäre. Und das gibt aber von 0 bis Pi tatsächlich einfach nur einen Faktor 2, sodass ich also hier weiterschreiben kann.
dass das nichts anderes ist als 4pi und dann das Integral von 0 bis a. Und jetzt setze ich die Terme ein, 3 durch 4pi a Quadrat mal r Quadrat dr. Das, was hier vorne steht, das ist ein konstanter Faktor, der kann natürlich vorgezogen werden. Das heißt, die 4pi dividiere ich direkt raus. Das heißt, das ist 3 durch a hoch 3. Vorsicht, da ist wieder, hat sich wieder etwas eingeschlichen. Das ist also a hoch 3. Also 3 durch a hoch 3 und dann einfach das Integral von 0 bis a r Quadrat. Und naja, machen wir es ganz ausführlich. Das ist 3 durch a hoch 3. Und dann die Stammfunktion ist offensichtlich 1 Drittel r hoch 3 in den Grenzen von 0 bis a. Ja, und wenn man das jetzt einsetzt, dann sehen Sie, dass sich das alles rauskürzt und es bleibt hier einfach eine 1 stehen. Das heißt, egal wie a gewählt ist, dieses Integral über die Funktion nennen fa von r über den gesamten Raum ist normiert und das ist ja, so wie wir hier gesehen haben, schon eine Voraussetzung für die Delta-Funktion. Die andere Voraussetzung wäre, dass es eben für Punkte außerhalb des Ursprungs gleich 0 ist. Und wie auch hier unten schon ausgeführt, wird das natürlich immer nur im Grenzwert möglich sein. Und der Grenzwert ist aber hier natürlich auch einfach. Wir machen jetzt hier keinen Grenzwert n gegen unendlich, sondern einen Grenzwert Limes a gegen 0. Das kann natürlich problemlos auch umgeschrieben werden. Und wenn Sie sich diesen Grenzwert anschauen, dann ist natürlich per Definition die Bedingung, dass das außerhalb des Ursprungs gleich 0 ist, durch die Definition von fa von r schon gegeben. Das heißt, beide Bedingungen für die Delta-Funktion sind gegeben. Das heißt, der Grenzwert dieser Funktion ist eine Delta-Funktion. In dem Fall wäre das ein Delta von R-Vektor, das ist eine dreidimensionale, die aber in dem Fall tatsächlich nur vom Betrag abhängt, weil die Symmetrie des Problems sich eben hier auf die Delta-Funktion fortsetzt. Und damit ist jetzt auch klar, dass ich für eine Punktladung eben modellhaft schreiben kann. Die hat eine Ladungsdichteverteilung, die ist Q mal Delta von R. Nämlich das, was hier steht, dieses Q mal Delta von R, ich erinnere nochmal dran, dieses Q mal Delta von R mit diesen Delta-Funktionen hier, die so definiert sind wie hier oben und dann als Delta-Funktion im Grenzwert auftauchen, das ist ja genau die Ladungsdichte, mit der wir angefangen haben. Also hier sehen Sie die Übereinstimmung im Grenzwert a gegen 0, ist das dann eben eine Punktladung und die Ladungsdichteverteilung dieser Punktladung müssen wir dann eben in dieser Art und Weise schreiben. Wenn Sie wirklich mit Divergenztermen rechnen wollen, bei solchen entarteten Volumina, also Volumina, die kein echtes Volumen haben, dann müssen Sie entweder wissen, wie man in solchen Fällen mit der Delta-Funktion rechnet, oder Sie müssen genau das machen, was wir hier gemacht haben, nämlich, dass wir von einem endlichen Volumen ausgehen und dann eben
die Grenzwertbetrachtung machen. Und Sie haben gesehen, dass wenn wir ein endliches Volumen betrachten, was ja auch physikalisch sinnvoll ist, auch die Divergenzbildung, das gleiche gilt natürlich auch für andere Operatoren, überhaupt kein Problem bereitet. Gut, mit diesen zusätzlichen Erläuterungen hoffe ich, dass das Ganze ein wenig klarer geworden ist. Die letzten Fragen zu dem Thema können wir dann im Plenum klären. Besten Dank.